Ein minimalistischer Nachtisch. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Ja, ich denke, Schokolade und Käse passt unwahrscheinlich gut zusammen. Und da wir ja dieses Rezept gemacht haben mit der Schokonuss-Kokoscreme, ist mir der Einfall gekommen, dass wir mit hauchdünn geschnittenem Käse, steht auch drauf auf der Verpackung, hauchfein, also da müsstet ihr drauf achten, wenn ihr das nachmachen wollt, hauchfeiner Schnittkäse, Holzstäbchen, etwas Lebkuchen, Walnüsse und hier unsere Schokocreme. Damit machen wir jetzt einen Nachtisch. Ich hoffe, dass der gut aussehen wird. Und das ist eine ganze Kleinigkeit, wird aber hoffentlich super gut aussehen und etwas fürs Auge und für den Gaumen sein. So. Wir nehmen jetzt zuerst ein Stückchen Lebkuchen. Dann ein Stückchen von dem hauchfeinen Käse. Dann kommt ein ganz kleines bisschen von der Creme dazu. Die ist ja sehr fest, also kann man die vorsichtig aufspießen. Und da kommt dann noch mal ein kleines Stückchen helles Lebkuchen dazu. Das kann man natürlich auch andersrum machen. Erst den Käse. Also ich lasse mir gerne irgendwie so neckische Kleinigkeiten einfallen, die nicht unbedingt die typischen Nachtischvariationen sind. Also nicht nur ein Pudding oder irgendeine Creme, sondern auch mal etwas ganz Außergewöhnliches, wo jeder im ersten Moment denkt, oh, kann das schmecken? Aber es schmeckt. Ihr sollt mal sehen. Eure Gäste werden dann hinterher sagen, Schokolade und Käse. Unsere Schokocreme. Und fertig ist unser außergewöhnlicher, aber sehr hübsch anzusehender kleiner Nachtisch. Probiert es mal aus. Es wird bestimmt lecker sein. Wer möchte, kann jetzt noch garnieren, weil die Walnüsse kann man natürlich nicht aufspießen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber nein. Ja, gut. Ganz unten könnte man sie aufspießen, aber ich denke, das muss nicht sein, das wäre Spielerei. Die Walnüsse legen wir dann so einfach dazu. Käse, Nuss, Schoko passt auf jeden Fall super gut zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auf kleinen Tellerchen machen oder wie ich jetzt auf den großen. Wir haben ja unser schönes Friesland-Service. So sieht es natürlich sehr hübsch aus, sehr stylisch. Man kann aber auch durchaus kleine Spießchen nehmen.
Wir könnten das ja noch mal ausprobieren, indem wir einen Zahnstocher nehmen. Das sind dann die ganz kleinen Spießchen. Und dann könnten wir natürlich auch kleine Tellerchen benutzen. Da nimmt man vielleicht nicht ganz so viel. Ein kleines bisschen Käse. Ein ganz kleines bisschen von der Nuss Schoko. Kokoscreme und ein kleines Stückchen, entweder helles oder dunkles Lebkuchen. So, unsere Schokocreme. Eine Nuss. Manchmal ist weniger mehr. Und ich denke, das sieht hübsch aus. Jeder sagt im ersten Moment, oi, was ist das denn? Aber ich finde es schön. Und es ist schnell gemacht. Probiert's aus. Viel Vergnügen.